finde die Reisewarnung in Richtung Türkei der Bundesregierung richtig gut. Weil es kann nicht sein, dass man in einem Land Urlaub macht, in dem 4.800 Menschen an Corona gestorben sind. Stattdessen sollte man lieber nach Italien, nach Rom, nach Rimini, nach Sizilien, nach Milano, nach Bologna, wo 35.000 Menschen an Corona gestorben sind, wo zeitweise das blanke Chaos geherrscht hat, wo die höchsten Infektionszahlen weltweit waren, wo das Gesundheitssystem zusammengebrochen ist. Oder nach Spanien zum Beispiel, Mallorca, Menorca, Ibiza, Barcelona, Madrid, Andalusien, wo 28.000 Menschen gestorben sind, wo das Gesundheitssystem zusammengebrochen war, wo die Menschen auf den Straßen gestorben sind, wo weltweit einer der höchsten Infektionsraten hatte. Oder zum Beispiel nach Frankreich, nach Marseille, Toulouse, nach Straßburg, Paris etc., wo das blanke Chaos geherrscht hat, wo zeitweise die Patienten in Deutschland aufgenommen werden mussten, weil sie keine Intensivbetten mehr hatten. Da sollte man lieber seinen Urlaub verbringen, aber nicht in der Türkei. Es spielt auch keine Rolle, dass die Türkei weltweit, gemessen an seiner Bevölkerung, die niedrigsten Todesrate während der Corona-Krise hatte. Es spielt auch keine Rolle, dass die Türkei mehr Beatmungsplätze hat als Frankreich, Italien und Spanien zusammen. Es spielt auch keine Rolle, dass die Türkei mehr Intensivbetten hat als Deutschland. Es spielt auch keine Rolle, dass die WHO die Arbeit des türkischen Gesundheitsministeriums mehrmals gelobt hat und vorbildhaft gezeigt hat. Spielt alles keine Rolle. Hauptsache, die Bundesregierung macht ihr Ding und Hauptsache, alle klatschen und Hauptsache, alle sind fett dabei, weil es alles logisch und wissenschaftlich fundiert ist. Egal jetzt.